Im zweiten Teil unseres Specials zum Thema Akustikgitarre aufnehmen mit Jan Löchel geht es neben der Philosophie beim Akustikgitarre aufnehmen natürlich auch wieder um die Technik, unter anderem um das Mikrofonierungsverfahren AB. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest, möchte ich dich recht herzlich begrüßen hier in der Recording Blog Familie. Und falls du schon direkt denkst, ey, der ist aber auch sehr nett, der Typ, der sieht nicht nur gut aus, der ist auch sehr nett, ich möchte definitiv demnächst kein Video mehr von dem Burschen verpassen, dann klick doch ganz schnell hier auf den Abo-Knopf und vergiss daneben nicht die Glocke, weil dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. Und falls du mir zeigen möchtest, dass dir dieses Video gefällt, ist ein schneller Klick auf den Daumen nach oben auch gut. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und dann passt das auch. In der letzten Woche haben wir im Teil 1 des Specials zum Thema Akustikgitarre aufnehmen mit Jan Löchel nicht nur über die Philosophie, also über seine Philosophie beim Akustikgitarre aufnehmen gesprochen, sondern unter anderem auch das XY-Mikrofonierungsverfahren durchgeführt und auch gezeigt und auch angehört. Wir haben dazu hier, ich greife mal hier gerade zur Seite, diese Mikrofone von SE Electronics genommen, die SE7, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind von SE Electronics und nicht nur zur Verfügung gestellt wurden für die Aufnahme, sondern ich darf sie auch verlosen. Das heißt, wenn du das letzte Woche das Video schon gesehen hast, weißt du, wie du am Verlosungsspiel teilnehmen kannst. Wenn du es nicht gesehen haben solltest, kann ich es dir hier mal verlinken oder du schaust einfach auch dieses Video und erfährst im Rahmen des Videos, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Auflösung des Gewinnspiels ist definitiv am 12. September 2019. Falls du also dieses Video danach sehen solltest, hast du leider die Verlosung verpasst. Aber dann empfehle ich dir fürs nächste Mal definitiv, dich im Newsletter auf der Recording-Blog-Seite anzumelden und dann verpasst du definitiv keine Aktion mehr und bleibst vollkommen auf dem Laufenden. Heute geht es im zweiten Teil auf jeden Fall wieder um Technik. Wir schauen uns ein weiteres Mikrofonierungsverfahren mit den SE7 an, das AB-Mikrofonierungsverfahren. Schauen wir uns an, sprechen darüber, bauen es auf und hören es uns natürlich auch an. Und so viel darf ich schon verraten, Jan war definitiv begeistert davon. Und er verrät dann später auch nochmal, wie er sich durch verschiedene Sachen inspirieren lässt, wenn er seine Songs schreibt. Und auch das fand ich hochspannend, denn da war ein Ansatz dabei, den habe ich für mich so auch noch gar nicht auf dem Plan gehabt. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich verabschiede mich jetzt ins Video, wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Special und los geht's. Hören uns mal kurz an, was wir jetzt haben. Wirklich genau. Ganz offene Geschichten hier. Sehr schöne Gitarre übrigens. Klingt sehr toll. Ja, ich mag sie auch sehr. Ja. So, also das wäre jetzt unsere XY. Das wäre unsere XY, die wir gerade gemacht haben. Und du hast dich vor dem Mikro bewegt. Ich habe dazu übrigens schon mal ein Video gemacht. Das heißt, ich brauche jetzt nicht verlinken, weil wir haben es ja gerade gesehen. Aber genauso habe ich es nämlich auch gezeigt und gesagt, du findest deinen Sound, indem du dich vor dem Mikro auch einfach bewegst. Da nur mit einem Mikro, aber es funktioniert auch mit einem Mikrofon. Ja. Das ist XY. Ein Mikro zeigt hier auf den Korpus hinten. Ein Mikrofon zeigt hier auf den... wo zeigt es eigentlich hin? Hier, es zeigt hier eigentlich schon eher auf den 7. Bund, ne? Aber die Mitte ist ungefähr der 12. Bund hier. Also am Ende des Tages bist du ja festgelegt, weil du brauchst einfach hier ja diese 90 Grad. Genau. Je näher du weiter weg, desto mehr würde sich jetzt quasi umso größer würde es verändern. Aber du bist halt extrem monokompatibel. Ja. Das ist halt einfach wirklich, du kannst hinterher sagen, auch war ja ganz nett, dass ich Stereo aufgenommen habe, aber ich drehe mir das wirklich als Monosignal zusammen und hab dann, bin safe. Alle Möglichkeiten. Ja, genau. Sehr schön. Gut, machen wir mal AB. Wäre ein Mikrofon, Höhe haben wir ja ungefähr, die wir hier hinrichten. Ja, das ist jetzt wirklich auch so ein bisschen knifflig. Ja, da ist irgendwann mal, also ist ja auch immer ein bisschen gefährlich. Weil da hinten ist es ja immer sehr boomy, ne? Ja, das stimmt. Und also ist so ein bisschen gefährliches Halbwissen ist diese Nummer ja bei mir immer. Wichtig ist, dass du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist ja mit der Phase genau das, was man im Prinzip gucken sollte, dass man darauf sorgt. Also das ist bei XY eben nicht das Problem mit der Phase, weil beide Mikrofone dasselbe Zentrum haben und die den Schall aufnehmen, wenn er ankommt. Bei AB ist es schon so, dass der Abstand möglichst gleich bleiben sollte. Ne? Ich glaube, ist es nicht so, dass man diese 3:1 Regelung, dass quasi hier der Abstand von der Schallquelle zum Mikrofon, das mal 3 der Abstand. Lass uns ausprobieren. Ich weiß es nicht, habe ich irgendwo mal gelesen, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht ist es auch ORTF. Das können wir gleich auch noch. ORTF ist 3:1. ORTF ist doch so, oder? Nein, ORTF. Wir reden jetzt hier ganz gefährlich. Oder war es der Decca-Tree?
Oh, da kennst du dich besser aus. Nein, überhaupt nicht. Also das hier zum Beispiel, das ist... Also wir nehmen einfach mal Groß-AB auf. Hielte ich schon für gefährlich, ja. Monomäßig, aber könnte geil klingen. Aber Mono ist ja nicht immer zwingend die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist ja, klingt gut, ne? Ja. Das heißt, wir haben ungefähr den gleichen Abstand auf beiden Seiten. Ich will ein ganz bisschen weiter wegsetzen. Oh, Entschuldigung. Na, warte, ich mach das mal ein bisschen zurück hier, so dass wir ungefähr den... Ich habe ja, wie ein guter Tontechniker, immer einen Zollstock zur Hand. Wir haben hier 21 cm und müssten dann hier entsprechend zurück, damit wir die gleiche Quelle haben ungefähr. Das heißt, wir hätten hier natürlich auch deutlich mehr Raum drauf, noch ein bisschen mehr. Ja, ja, absolut. Ne? Das heißt, XY ist natürlich sehr nah am Instrument und AB ist jetzt hier ungefähr 21 cm. Ja. Ist jetzt gerichtet auf den 12. Bund. Auch nicht schlecht. Hat schon was. Nee, ist jetzt Stereo, total. Müsste man dann mal auf Mono drehen, kann ich vielleicht mal in der Post machen. Ja, ich meine, das ist echt schon schön für einen atmosphärischen Track, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es ist im Hintergrund einfach noch so ein bisschen Soundscapes und, ja, und Atmos. Ich habe wirklich diese Gitarre, die so für mich die Hauptgitarre ist. Vielleicht nehme ich noch ein Pickup mit auf, so, um noch so eine Mitte eventuell noch zu haben. Aber mit der ich dann echt rumspielen kann, die ich vielleicht auch noch in eine schöne Halbplatte tauchen kann. Und nehme dann hinterher einen Gesang auf. Dann habe ich halt so einen Track. Dann habe ich so einen sehr atmosphärischen Track. Also, und da lege ich mich dann auch gerne fest. Ja. Und sage, Leute, ja, ganz ehrlich, stimmt schon mit dem Mono kompatibel. Aber... Ich höre immer nur Stereo. Das mir Henning Fairlage übrigens gesagt hat. Auf die Frage, genau. Auf die Frage ist, was hältst du von Monokompatibilität? Ist mir shit egal, wer, sagt er. Wer hört denn Mono? Ja, genau. Ja, ich finde, da ist auch was dran. Es ist natürlich ein bisschen so wie heute, was sind die Hörgewohnheiten, wenn ich bedenke, dass die Leute halt MP3s hören, MP3s streamen. Ja. Dann ist das natürlich eh sowieso immer so eine Sache, worüber wir uns ja, aber ich rede ja gerne über Mission Welthit hier auf dem Kanal. Unser Ziel ist ja, dass ein Mitglied der Recording Block Familie den Welthit schreibt. Bitte? Und aufnimmt und produziert. Ja. Und Billie Eilish ist ja das beste Beispiel dafür, dass man Welthits auch im Schlafzimmerstudio machen kann. Voll. Aber gesetzt den Fall, du hast den Welthit und du hast ihn nicht monokompatibel aufgenommen und ich laufe durch den Supermarkt hier, wo ich definitiv eine Monobox habe und die Hälfte der Gitarre und damit auch das Thema ist weg, dann ist es... entweder nur Stimme oder keine Stimme. Ja. Nein. Also, an erster Stelle steht erstmal der Klang. Das stimmt. Und ich glaube, dass wir nicht so kritisch wären in diesem System hier, dass es alles kaputt machen würde. Ja. Ich glaube, dass wir uns, wenn wir es gut finden, daran erfreuen, dass es halt ein bisschen phasey ist, aber manchmal nehmen wir auch einen Phaser zur Hand. Ich glaube nicht, ich hätte jetzt gerade nicht das Gefühl, dass wir so auf einer ganz gefährlichen Ebene sind. Nee, es sah mir gefährlicher aus, als es klingt. Ja, wir haben ja ungefähr den gleichen Abstand zum Instrument. Dementsprechend ist zumindest da kein Phasenproblem angesagt. Und ich kann vielleicht in der Post auch mal einblenden, wie die Phasen hier ausgesehen haben. Spaß zu spielen. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Also ich finde, etwas zu finden, wo man Spaß hat zu spielen. Ja, sich weil es ist halt echt nicht nur ein Job, sondern ich höre das einfach. Wenn ich Spaß beim Spielen habe, dann spiele ich auch besser. Ja. Und dann macht mir das insgesamt alles mehr Spaß. Ich höre auch dann wahrscheinlich über so kleine Fehler hinweg und so geht es mir auch, wenn ich andere aufnehme. Wenn ich merke, dass die Spaß haben, mache ich mir über viel weniger Gedanken über EQ, über Kompression. Ich habe das Gefühl, viele Fragen beantworten sich dann von selber. In dem Zusammenhang, ich bin ja hier als One-Man-Show derjenige, der gleichzeitig Interpret und Toningenieur ist, was du zu Hause ja auch oft bist. Mhm. Nimmst du anders auf, wenn du aufgenommen wirst, wenn sich andere Leute drum kümmern?
Bist du dann freier im Kopf? Kannst du das trennen? Das ist ganz schwierig. Ich habe so, es gab Jahre, da habe ich mich immer nur selber aufgenommen und dann wurde ich halt, habe ich ein paar Werbespots eingesungen in so einem, bei so befreundeten Werbeproduzenten. Ja. Und da stand ich auf einmal zum ersten Mal nach Jahren wieder in einer Gesangskabine. Habe auch Akustikgitarre gespielt und ich merkte, dass ich so ein bisschen so eine Show abgezogen habe, wie früher so, dass man so ein bisschen auf einmal so performt hat. Ja. Das merke ich so ein bisschen. Ich genieße das manchmal, dass dann einer um mich herum die Mikros aufbaut und sagt, so, wir probieren das mal und du stehst jetzt da einfach nur und spielst ein bisschen und der räumt und so. Ich bin ein bisschen aufgeregter und habe das Gefühl, ich möchte die Zeit desjenigen nicht überstrapazieren, indem ich zu viel rumprobiere. So, ja. Soundlich und spielerisch. Von daher ist ein tierischer Unterschied, ja. Aber beides finde ich spannend. Ja, weil du bist ja viel freier im Kopf, weil du Unmengen an Entscheidungen, die auch im Entscheidungen nicht treffen musst, B, nicht während der Aufnahme drüber nachdenkst, war der Peak jetzt zu laut oder zu leise oder sonst was irgendwie, läuft die Aufnahme noch, immer mal wieder der Blick auf den Rechner weiter und so fort, das sind ja alles Sachen, die deine Performance im Zweifel auch reinstehen oder lässt du dich so fallen, dass du sagst, wenn es läuft, dann lasse ich mich von dem anderen, also wenn ich es auch eingestellt habe, dann ist alles gut. Kann man schwer verallgemeinern. Hat wirklich auch mit demjenigen zu tun. Das ist eben auch so ein Punkt. Auch wie man mit sich selber bei der Aufnahme spricht, ist es halt extrem wichtig. Ja. Derjenige, mit dem du aufnimmst, so. Wie, ich habe das früher immer so, so Interviews verschlungen mit so, mit so diesen Produzenten, die jetzt nicht ganz so pragmatisch rangehen, sondern wo einfach ganz klar ist, was auf dem. Wenn dann ein Sänger ins Studio kommt, dann müssen wir erstmal über das Leben reden, dann müssen wir erstmal vielleicht zusammen Yoga machen. Warm werden. Und genau, und dann schauen wir mal so, dann werde ich den guten Take haben. Ja. Davon hängt das aber auch wirklich. Oder der Geschäftsmäßige, der sagt, so, da ist die Kabine. Genau. Stimmen. So in 10 Minuten drücke ich auf den Knopf. Genau. Und das ist dann, einige können damit gut. Ich kann damit zum Beispiel nicht so gut. Ja. Und ich bin sehr empfänglich dafür, wenn man mir so ein bisschen. Die Seele streichen und sagt so, ja, wir machen das schon. Ja. Wenn du aufnimmst, wir haben jetzt hier zwei Kleinmembraner vor der Gitarre in diesem relativ kleinen Raum, vielleicht 12, 15 Quadratmeter, vielleicht 16. Wenn du in einem größeren Raum, zum Beispiel bei dir in der Backstube bist, stellst du ein Raummikrofon auf, dann in dem Fall, wenn du ein Instrument aufnimmst? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe das bei meinem Klavier häufiger mal gemacht und mich dann dabei ertappt, dass ich es nicht angemacht habe. Okay. Ich habe den großen Unterschied nicht gehört. Und ich hatte dann Angst, dass ich mir irgendwie so ein bisschen Phasenkram reinhole. Nee, würde ich glaube ich nicht machen. Ich arbeite echt gerne mit auch mit künstlichen Hallräumen. Mit den Emulationen der Vintage-Platten. Weil die hast du unter Kontrolle. Genau. Mhm. Ich nehme tatsächlich auch diesen Ocean Way häufig von der Raum, der ist toll, ne? Ja, ja. Und experimentiere da so ein bisschen mit rum. Nee, brauche ich nicht. Also da habe ich dann immer eher da würde ich dann wieder ein bisschen minimalistischer das runterdampfen. Ja, okay. Wir haben AB, wir haben XY. Du hast gesagt, zwischendurch steckst du auch einfach mal hinten das Kabel in die Gitarre als Sicherheit oder immer? Na, es ist zum Beispiel eben, wenn du so Space Pair hast, also wirklich sehr breit, könnte ich mir vorstellen, das jetzt noch zu haben. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Aber angenommen, ich nehme mir jetzt noch den Pickup, den ich nie wirklich schön finde, so, wobei ich eigentlich ein ganz gutes System gefunden habe mittlerweile. Ich nehme den quasi so als imaginäre Mitte noch so und kann mit dem was machen. Kann den vielleicht auch so EQen, so komprimieren oder auch so mit Effekt nochmal behandeln, dass er als Ergänzung so zum Dazuschieben spannend ist. Ja. Oder eben mir wirklich tatsächlich eine konkrete Mitte bietet im Signal. Ja. Dann könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ich finde es auch ganz spannend, den Pickup mit aufzunehmen, wenn ich sage, ich nehme nur mit einem Mikro auf, weil ich sowieso so ein bisschen doppeln will und so weiter, weil ich eben ein bisschen schichten will. Dann reicht mir ein Monosignal, nimm den aber mit auf. Das heißt, wenn ich hinterher irgendwie mir diese eine Gitarre, die ich jetzt beispielsweise mit diesem Mikrofon eigentlich vom Gedanken her Mono aufnehme, um sie zum Beispiel hinterher so leicht neben die Stimme zu stellen. Mhm. Also sprich, ich habe meine Stimme hinterher in der Mitte, das stelle ich mir so vor und habe so bei minus 10, plus 10, werde ich diese Gitarre haben. Dann habe ich vielleicht das Pickup-Signal und kann so einen leichten Stereo-Effekt oder so eine leichte Breite dadurch erzeugen, dass ich die ganz nach außen auf die andere Seite packe und die wirklich nur so homöopathisch dazu fahre. Ja. Aber irgendwie das Gefühl habe, dass da so aus dem Bleed entsteht, der das rund macht. Ja. So. Also, gute Idee, ja.
Deswegen das Signal zu haben, finde ich nicht schlecht. Ich habe so ein System in meinen Gitarren, das ist von K&K Pure Mini heißt es, glaube ich. Mhm. Das sind so drei Transducer unter der Brücke. Das heißt, klingt sehr natürlich, sehr, sehr bassig, ja, so, aber überhaupt nicht harsch. Und das kann man ganz gut benutzen dafür. Sehr schön. Ja. Wenn du aufnimmst, nimmst du immer Gitarre und Gesang getrennt auf? Oder hängt das vom Song ab, dass du Gitarre, dass du, also man spielt ja anders, wenn man gleichzeitig singt. Ja, also vor allem singt man anders, wenn man spielt. Beides. Also beides beeinflusst sich ja. Wenn, das stimmt, ja. Also man spielt ja deutlich filigraner, wenn man nur Gitarre aufnimmt. Es ist zumindest mein Eindruck bei mir, dass ich deutlich sauberer und filigraner spiele. Naja, und man muss immer so, also ich singe dann mit zwar, so im Kopf. Aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Nee. Und spielt nicht so schön dynamisch zu dem Gesang. Ja. Genau. Also ich finde die größte Herausforderung, ehrlich gesagt. Also Gesang und Akustikgitarre akustisch wirklich komplett mikrofoniert gleichzeitig aufzunehmen, finde ich extrem schwer. Weil das ist einfach wirklich die Information, die du auf dem Vocal Mic hast von der Gitarre, ist meist so viel, gerade wenn du mit einem großen Membran arbeitest, umgekehrt genauso. Und wenn dann irgendwie Laufzeiten nicht stimmen, beziehungsweise der Tatsache der Physik geschuldet sind, dann hast du einfach dieses Phasing und bist nicht flexibel im Mix. Und da habe ich mir so schon die Zähne dran ausgebissen und dachte mir, eigentlich ganz gut performt, aber ich mag diesen Effekt nicht. Ja. Ich bin da ja völlig schmerzfrei, was das angeht. Ne? Ich stelle das Mikro hier auf, ich singe da rein, dann habe ich die Gitarre also ich achte darauf, dass ich nicht so viel Gitarre einfange und nehme dann ganz stumpf den Pickup aus der Gitarre und schiebe den per Haas-Effekt als Stütze nur dazu. Ein bisschen breiteres Bild, genau. Ende, Mende. Hast ja letztendlich eben auch schon eine Menge von der gemikten Gitarre über das Vocal Mic. Genau, also nur die Stütze vom Pickup drunter. Ich bin halt und machst den Stereo. Ja, ich mache sie dann über den Haas-Effekt. Kennst du den Haas-Effekt? Nee. Du hast ein Mono-Signal, also du hast links und rechts das gleiche Signal, also Mono. Und du verzögerst das rechte Signal um 4 bis maximal 20 Millisekunden. Mhm. Dadurch rutscht es, weil es ja bei beiden Ohren zu einer unterschiedlichen Zeit ankommt, rutscht es aus der Mitte raus und springt automatisch zur Seite. Das heißt, du hast ein ganz breites Stereo, hast aber natürlich mit Kampffilter-Effekten zu kämpfen und größte Gefahr ist, dass es sich Mono nahezu auslöscht. Also nicht voll, aber nahezu. Das heißt, in Stereo ganz tolles Bild, in Mono sehr bedenklich. Ah, okay. Ja? Werde ich mal ausprobieren. Muss man ausprobieren, cool. Das ist ein super Ding. Also was ich halt, was super läuft, ist, finde ich, wenn man es eben mag, ist, ich nehme viel Gesang mit dem SM7B auf. Ja. Also dynamisches Mic. Das hat ja sehr, quasi sehr wenig. Keine Einstreuung von außen. Genau, sehr wenig. Wenn man es dann noch so ein bisschen so hinstellt, dass die Gitarre wenig draufkommt, also sprichst du ein bisschen von unten Richtung Mund, dann funktioniert das ganz gut. Bleibt halt eben ein SM7B, was nicht jeder mag. Ich mag es bei manchen Songs sehr, sehr gerne. Ja. Manchmal ist es mir zu spröde. Ich habe es mal hier gehabt und wir sind keine Freunde geworden. Ich glaube aber, dass ich ihm noch mal eine zweite Chance geben muss. Tu das. Ich habe ihm, glaube ich, 3 Chancen gegeben und jetzt sind wir Freunde. Ich glaube, ich muss ihm. Es gibt ein besonderes Mikrofon, das SM7 ohne B dahinter. Ah, okay. Die Ursprungsvariante. Ja. Und mit der wurden 99,99% aller Michael Jackson Songs unter Bruce Swedien aufgenommen. Okay. Das heißt, alles, was man hört von Michael Jackson, ist mit diesem SM7, und er betont ganz klar nicht das B, sondern das SM7, aufgenommen ohne Popschutz. Mhm. Weil Michael so perfekt als Sänger war, dass der keinen Deesser brauchte und nahezu keinen Kompressor, weil der singt seit der 5, hat er gesungen. Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, der hätte auch mit einem kaputten SM58... weil der einfach die Gesangstechnik so gut war, keine S-Laute, kein Deesser, gab es sowieso zu einer gewissen Zeit noch nicht, aber kein Kompressor oder nur ganz wenig und dann halt eben dieses magische SM7, und ich glaube, nur Heal the World wurde über ein anderes Mikrofon aufgenommen, alles andere, Side of the Wall, wurde mit dem SM7 aufgenommen. Ja, das als kleine Anekdote am Rande jetzt. Ich mag es auch. Also es ist halt, du kannst in einem wirklich schlecht präparierten Raum Gesang aufnehmen. Also das hast du halt auch häufiger mal. Der Vorteil der mobilen Setups ist ja tatsächlich, wir sind unterwegs und da hat man 2 Tage Zeit, Hotelzimmer, da können wir uns ein kleines Setup aufbauen, können ein bisschen aufnehmen. Meist ist man dann genau in dem Moment in Hotelzimmern, die echt gut klingen.
irgendwelchen Laminatboden, hohe Decken, quadratisch und praktisch gut. Mit leichten Metallapplikationen in den Wänden. Ja. So dass es, oh, schwierig. Dann lieber sofort in die Dusche. Da wenigstens. Genau. Dann nutze es aus, genau. Nee, aber da finde ich dann so ein SM7 kann echt so die Rettung sein. Weil da. Und es klingt einfach, finde ich, nochmal ein bisschen schöner, als jetzt, wenn du mit dem SM58 in der Hand aufnehmen würdest. So. Also hat aber auch da, die Magie findet vor dem Mikro statt. Ne? Am Ende des Tages, wenn der Inhalt stimmt, dann ist es. Aber es ist, wie gesagt, eben auch, was wir vorhin sagten, so mit dem Thema Mikrofonierung, Instrument. Es ist einfach, wir können nicht davon ausgehen, dass wir jeden Tag gleich denken, dass wir jeden Tag gleich gut drauf sind, inspiriert sind. Gute, schlechte Laune, Zweifel oder euphorisiert, das kannst du einfach so nicht steuern. Es gibt Menschen, die können das gut einleveln. Ich kann das nicht so. Ich bin da sehr sprunghaft. Und dann brauche ich irgendwie, wie soll ich sagen, dann brauche ich so Sachen, auf die ich mich verlassen kann. So ein bisschen. Und Sachen, die mir einfach, die mich inspirieren. Wo ich denke, ach, so schlecht ist er doch gar nicht. Also ein bisschen die mein Selbstmitleid ausleveln. Ja. Und das, ja. Aber du lässt dich auch inspirieren von unterschiedlichen Instrumenten, hast du gerade schon gesagt. Wir haben jetzt hier ja die Sigma mit dem Partial Capo, also mit dem teilweisigen Capo. Das heißt, offene Stimmung benutzt du auch. Und das, hast zum Beispiel hier ein Instrument jetzt auch mitgebracht, das du vorher anders gestimmt hast. Richtig. Völlig. Und lässt dich inspirieren quasi, also nicht nur im Songwriting, sondern auch insgesamt in der Soundgestaltung, im Soundscape, davon, wie das Instrument dann klingt, wenn es anders gestimmt ist. Also am Ende des Tages ist es ja gerade so, wenn ich jetzt beispielsweise hier, ich nehme den Capo mal weg und bin jetzt in einer Regular-Stimmung, spiele einfach irgendwie einen Song in G-Dur. So. Klingt ordinary. Ja, normal. Genau. Ja, genau. Habe aber irgendwie ein schönes Lied dazu und denke mir so, ach, irgendwas möchte ich da noch machen. Denke ich mir hier andere Voicings aus oder nehme ich vielleicht einfach eine andere Gitarre, die ich in einem offenen G gestimmt habe. Ja. Und das, was ich gerade gegriffen habe, habe ich hier gerade quasi als offenen Akkord vorliegen. Und musst du den Abstand hier halten? Hier piept was. Genau. Okay, wir sind jetzt gerade mal so. Ja, genau. Und bin okay, schön. Sehr schön. Du hast völlig richtig, Entschuldigung. Aber weißt du, so wird aus G-Dur, C-Dur, D-Dur, wenn ich mir die beiden Gitarren rechts, links vorstelle. Hin und wieder Magie, ne? Genau. Und am Ende des Tages hilft mir das immer über so Durststrecken hinweg, wenn ich denke, oh, das habe ich schon 100 Mal gemacht und das hat mich 100 Mal nicht abgeholt. Ja. Und vielleicht die Leute, denen ich es vorgespielt habe, auch nicht. Dass es so ein bisschen darüber hinweg hilft, so über diese das Gelangweiltsein von sich selber. Ja. Das ist ein ganz gutes Hilfsmittel, weil einfach du greifst anders, du bist, ich musste mir halt dann hier in diesem Tuning eben dementsprechend auch die Akkorde neu zurechtlegen. Aber hallo, und das dauert ja auch, ne? Genau, aber es hält natürlich so ein bisschen wach. Ja. Ich war jetzt nicht der versierte Gitarrist, aber es war für mich so ein bisschen wie neu lernen, so. Und fand ich so eine ganz gute Herausforderung. Schön, sehr schöne Inspiration auf jeden Fall. Genau. Also Capo, Partial Capo oder aber offene Stimmung. Hier offenes G hast du gesagt. Wie sind die Seiten gestimmt? Das ist D. Ja. Ich habe also die tiefe E-Seite runter auf D, einen Ganzton. Ebenso die A-Seite oder die in Regular gestimmte, ja, die A-Seite kann man so sagen. Auf G. Auf Gustav. Hier bleibe ich bei D, ganz normal Regular. Hier bleibe ich auch bei G. Habe also hier Oktaven, ne? Ja. Also. Kann schon mal nicht viel schief gehen. Genau. Die H, die B-Seite ist, wie sie ist. Ja. Und habe hier die hohe E-Seite runter auf D auch. Wieder. Das heißt, ich habe im Prinzip nur 3 verschiedene Töne. Richtig. Ja. Na, kann aber dadurch, dass das so offen ist, ich glaube, es ist doch Keith Richards, oder? Ja. Ist das nicht so? Ja, aber Keith hat nur 5 Seiten. Genau, da muss ich über die keine Gedanken machen, weil die Klinge sind auch doof mit. Ja, das kenne ich nicht so aus. Aber ich glaube, man sagt es. Aber dadurch irgendwie
klingt immer so ein bisschen folkig. So. Sehr schön. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Strich hier an dieser Stelle und stellen fest, dass du ein Soundästhet, ein geschmackvoller Mensch bist, der sehr viel Wert auf den Klang seiner Gitarren legt, auf seine Voicings, auf das, was du spielst. Mhm. Du spielst hauptsächlich ohne Gesang ein, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Also es sei denn, das ist für mich wirklich eine ganz klare Live-Aufnahme so ein bisschen oder eine Live-Studio-Aufnahme. Ja, gut. Dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt so, finde ich auch reizvoll. Ja. Aber so ansonsten gerne getrennt. Und deine Hauptmikrofonposition ist XY? Absolut, absolut. Gut, als nahezu idiotensicher, wenn es um Monokompatibilität genau, geht. Genau, genau. Gerade wenn es um Schichten geht, wenn ich quasi auch so ein bisschen sammle, wenn ich Gitarren sammle und so ein bisschen gucke, wo geht's hin, würde ich da auch nochmal sicher gehen, ja. Sehr schön. Ja. Wo finden wir deine Musik? Meine Musik findet man in diesem Internet. Habe ich ja schon viel von gehört. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Klingt ganz vielversprechend. Internet. Ich muss mich da mal reinlesen. Na, du hast eine Homepage? Genau, janlöchel.de. Mhm. Du hast einen YouTube-Kanal? Ich habe einen YouTube-Kanal, den findet man auch über janlöchel.de. Oder hier aber unter dem Video, in der Videobeschreibung natürlich. Okay. Profi, ich arbeite gerne mit Profis. Genau, und man findet meine Musik bei den üblichen Portalen. Bei Spotify, Apple Music, Tinder wollte ich gerade sagen, das stimmt aber nicht, wie heißt das andere nochmal? Genau, Elite Pater. Also man findet dort, überall, wo man Musik streamt, findet auch mal meine Musik unter Jan Löchel. Es gibt noch ein Projekt, das heißt Jylland, der dänische Name. Blende ich hier unten mal ein. Genau. Darunter findet man auch noch Songs von mir, die eigentlich auch, die ich zu meinem Solo-Projekt auch zählen würde, ja. Musik, die ich damals an der Nordseeküste in Dänemark aufgenommen habe, weil diese Landschaft mich da sehr inspiriert. So heißt dieses Projekt auch. Sehr schön. Und genau, da gibt's das. Das ist schön. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Mikrofone hier kann man gewinnen. Mhm. Die SE7 von SE Electronics wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von SE, beziehungsweise von Mega Audio. An dieser Stelle ein Gruß an Peter Riedel. Vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Mal wieder, der Peter ist ein großer Freund des Hauses Recording Block und der Recording Block Familie. Jetzt müssen wir noch überlegen, wer diese Mikrofone gewinnen kann. Ich habe die ganze Zeit schon gegründet. Du willst wollen. Okay, Anwesende ausgenommen vom Gewinnspiel. Ach so, okay, alles klar, genau. Ich würde sagen, ihr lieben Freunde da draußen, die Recording Block Familie, schreibt uns etwas Schönes unter dieses Video. Im Idealfall geht ihr natürlich auf Jans Seite, auf den YouTube-Kanal, abonniert den, nicht nur, weil ihr es müsst, sondern weil ihr die Musik super findet. Hast du einen Facebook-Account? Natürlich. Natürlich, also bei Facebook also, auch. Aber ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe auch einen Instagram-Account. Instagram liegt mir fast noch mehr. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, alle Leute, die hier mit einem Kommentar unter diesem Video teilnehmen am Gewinnspiel, sind in der Lage, auch diese Mikrofone zu gewinnen. Und wir werden dann im Anschluss an dieses Video, wird es dann 1-2 Wochen später einen Livestream geben. Und in dem werde ich dann laut und deutlich verkünden, wer diese Mikrofone gewonnen hat. Das ist auf jeden Fall ein toller Gewinn, kann man nicht anders sagen. Ich drücke auch die Daumen. Lieber Jan, vielen Dank für den Einblick in deine Akustik-Recording-Welt. Vielen, vielen Dank. Auch wir wiederholen das bald mal wieder. Und, sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ich habe bestimmt zu viel geredet. Aber wir haben hoffentlich auch ein bisschen Musik gehört. Das hat ein großer Spaß und man lernt selber immer wieder. So wollen wir vielleicht rausgehen mit einem kleinen Akustikstück noch von dir? Hast du noch was spontan, was du auf dem Open G spielen kannst? Dafür brauche ich kurz ein Capo, glaube ich. Ein richtiges oder? Ja. Ah, da. Ich nehme heute jetzt mal. Ein ganzes. Nur richtige Kapos. Okay. Ja, wenn du schon halbe Kapos hast, dann geht's. Oh, das ist der falsche Kapo für die falsche Gitarre. Ja, auch Stimmen, nicht zu unterschätzen, bitte. Stimmt eure Instrumente immer und vor jeder Aufnahme. Ganz, ganz wichtig. Nein. Ja. So, wie machen wir das mit dem Stimmen? So, wir machen es. Ja, so, Stimmen im Wind machen wir jetzt mal kurz. Also hier Live-Tuning mit Jan. Ich glaube, wir spulen das mal gleich kurz vor. Das machen wir gleich. Ja, das ist der Capo hat ja diese Einlage für Martin Gitarren. Der ist jetzt ein bisschen auf Gitarren. Okay, das gibt's auch. Ja, genau. Das ist diese neue. Na, die will nicht, ne? Besser. Guck mal, mit dem Stimmgerät und trotzdem muss. Achso, klar, das hat ist wahrscheinlich kein chromatisches Stimmgerät, ne? Doch, schon. Oh. Komm, wir nehmen mal die. Ich würde sagen, wir hören uns die Musik von Jan in gestimmter Gitarre an auf dem Kanal.
verabschieden uns mit einem kleinen bisschen Hintergrundmusik, dann fällt es nicht ganz so auf, dass die H-Seite nicht mitspielen will. Und wir sehen uns die Tage wieder bei einem weiteren Video. Ist sie jetzt zu hoch oder zu tief? Das klären wir gleich. Looking through the photographs and I'm dealing with the old regrets again. Again. Running across the battlefields, distracted by the melodies of us. Oh. Wishing I could go back, but I find it hard to forget what's past is past. And always taking chances, but I never took for granted what we had. We had. We are, we are. And still we are, we are. We're searching, waiting for something missing. We're changing skins. But still, we are who we are. Bis die Tage. Yassas.